Sicht Kallenberg, Leopoldberg leicht beeinträchtigt. Aber, das Aber kommt noch. Dennoch sinkt die Konzentration der Chemtrailstäube wieder ab. Das heißt, es wurde weder da direkt oberhalb was neu ausgesprüht, noch ist was dazu geflogen. Aber das Aber ist noch nicht zu Ende. Das Aber kommt noch. Ja, kaum Kondensation. Kaum Kondensation. Das heißt, wir haben zu wenig Wasser am Himmel derzeit. Und was die Luftfeuchtigkeiten angeht, bodennahe. Meine Schätzung, 25 dürften schon noch sein, aber wenn die Temperatur steigt und keine Luftfeuchtigkeit dazu kommt, dann werden wir wieder über 30 Grad haben bei relativer Luftfeuchtigkeit unterhalb von 20%. Na, ich habe da wieder so einige Zeit. Jetzt haben sich die von Magix wieder gemeldet. Das mache ich sowieso erst, wenn ich daheim bin, weil dort habe ich alles, was ich so brauche. Ja. Ja, haben wir da überhaupt Power? Ja, etwas Power haben wir noch. Schauen wir uns nur, wie der derzeitige Zustand. Der ist dreckig. Also wie habe ich das jetzt da in meiner Produktion Umgebung, eigene Projekte, also weil ich die Aufnahmen auslagere, dann habe ich natürlich nicht mehr alle Aufnahmen, aber die Projekte behalte ich mal, das sind eine schöne Menge, wie man sieht, gell, von Projekten. So, Funky. Nein. So, laden wir jetzt da Funky mal. Ja. Funky. Ja, es ist noch. Habt ihr das gesehen? Funky House. Ja, also auf jeden Fall ist das mit Funky House gemacht. Also wie man sieht, habt ihr schon eine schöne Menge an Soundpools drinnen. Ja, bis auf wenige Ausnahmen, die sich in Musikmaker 16 nicht importieren lassen, habe eigentlich alle jetzt da im Musikmaker 16 Premium auch drinnen. Also kann genauso wie mit Jam auch mit dem 16er Musikmaker damit arbeiten. So. Also, wie schauen wir da? Funky House, Bass, ja. Drums, Funky House, ja. FX Percussion ist auch Funky House. Also, ich glaube, da habe ich nichts Fremdes aufgenommen. Also, das ganze Funky, ja, ist mit Funky House gemacht, ja. Ja, auch Funky House. Ja. Funky House. Ja. Geh mal irgendwo. Na. Spiel mal ein bisschen.
Ja, also das ist jetzt zum Fall Funky. Das, der andere Fall, was jetzt da immer noch offen ist, also zuerst war das Dreams 2. Ja. Dreams 2 ist derzeit auch in der Beschwerde. Ja, das heißt, Ansprüche der Urheberrechte der Firma Magix wurden nicht akzeptiert. Also nicht meine urheberrechtliche Ansprüche, sondern eigentlich die Ansprüche der Magix Firma als Urheberrechtinhaber wurden nicht akzeptiert, ja. Weil ich berufe mich immer, ich bin zwar der Composer, aber Composer mit Magix-Klängen und diese Magix-Klänge sind mal urheberrechtliches Eigentum der Firma Magix. Wurde nicht akzeptiert. Also genauso im Falle von Chill House, ja, Chill House ist Chill House, ja, Chill House, ja, da ist auch nichts unbedingt was dazu aufgenommenes, Fremdes. Ja, Chill House, alles Chill House, ja. So. Eigene Projekte, ich habe da was geändert, also damit ich das nicht. Dreaming 2. Nein, weil ich habe da was verändert, dass das nicht verändert wird. Muss ich das erneut laden. So. Dreaming 2, ja, und Dreaming 2 ist genauso wie gesagt. Ja. Tu mal verschieben. Ja, also noch einmal. Chill House, ja? Chill House Instrumente, ja? Dreaming 2. Und das dritte ist das Oriental Dreams, ja? Was jetzt auch in Beschwerde ist. Oriental Dreams, wo haben wir das? Panorama, wo haben wir das? Oriental Dreams. Ja, also wie gesagt, Oriental Dreams genauso in der Beschwerde, weil eben meine Mitteilung urheberrechtliches Eigentum der Firma Magix nicht akzeptiert wurde von den urheberrechtlichen Dieben. Ja, die behaupten, dass sie die Eigentümer oder beziehungsweise ja, Eigentümer der Urheberrechte sind, nur sind sie nicht. Die Eigentümer ist die Firma Magix. So, Oriental Dreams. Bei dem bin ich jetzt da nicht sicher, ob ich 1er oder 2er Oriental genommen habe. Also da muss ich jetzt da unbedingt schauen. Oriental, also erste, nicht die zweite, sondern die erste Oriental, wurde benutzt beim Oriental Dreams. So, jetzt sind alle drei Live-Versionen vorhanden, also das, was man jetzt da sieht, was ich da jetzt da zeige, in meine urheberrechtliche Stellungnahme oder was, ja, das sind jetzt diese Versionen und in, Moment, und in, oder Moment, ja, dort hinten die Rampe. Wo war man, ja, also, und in Unsorted sind natürlich die Aufnahmen davon. Ja, also in Unsorted, wie Stellungsnahme, wird man alle diese drei offene Fälle finden. Das heißt Funky, Dreaming 2, Dreaming 2 und Oriental Dreams. Das ist jetzt das hier. Ja? Aber wie gesagt, erst wenn ich nach Hause komme, habe ich Zugang auf alle die Unterlagen, um das der Firma Magix zur Verfügung stellen, also zu senden, dass sie sich das genauestens anschauen, was jetzt offen ist, und wenn wir dann Zeit haben, kann ich auch zur Verfügung stellen, was es bereits gegeben hat,
wo die Urheberrechtsdiebe angesehen haben, dass sie keine Chance haben bei ihrer Behauptung, dass sie die urheberrechtlichen Eigentümer sind. Weil das sind sie nicht. Sie sind höchstens urheberrechtliche Diebe. Und nicht mehr und nicht weniger. Die glauben es, man sieht es nicht. Ja, wenn man sehen will, dann sieht man. So, ich sage dazu, was gerne diese, ich weiß nicht, wie ich die Idioten bezeichnen kann, ja, die sagen, Kondenswasser aus dem Triebwerk. Wenn jetzt aus dem Triebwerk 100 Einheiten, ja, das ist jetzt eine Zahl nur, ja, eine Bezugszahl. 100 Einheiten ausgespuckt werden von Wasser. Ja. Wie gibt's das, dass von 100 Einheiten dieses Wassers auf einmal 10.000, 1.000.000 Einheiten werden? So, schöne Grüße aus Ebreichsdorf, gell? Also gehe ich wieder mal voll in Betrieb. So. Nachdem wir aus dem Ebreichsdorf wieder zurück sind, schauen wir uns den Kerbfusch in Wien an. Ja. Eigentlich will ich das heute überhaupt nicht kommentieren, weil es spricht alles für sich selbst. Ja. Kaum Luftfeuchtigkeiten in der Luft und sie müssen die in Klammern oder Anführungszeichen Stäuben auspusten, ja, damit sie die Kondensation des Wassers bei niedrigeren Luftfeuchtigkeiten erzwingen, sodass normale Kondenswolken gar nicht erst entstehen können, ja, weil für normale Kondenswolken eine höhere, wesentlich höhere Luftfeuchtigkeit in einem Raum notwendig ist, dass die entstehen. Aber dadurch, dass man die Luftfeuchtigkeiten entzieht und denen absolut die Möglichkeit nicht gibt, dass sie sich verdichten und somit die relative Luftfeuchtigkeit in einem bestehenden Bereich steigen kann, sodass normale Luft, also Kondenswolken entstehen können, durch die Stäube wird das verhindert. Ja? Sobald eine niedrigere, wesentlich niedrigere Luftfeuchtigkeit erreicht wird, bei der normalen Kondenswolken noch nicht entstehen werden, wird die Luftfeuchtigkeit entzogen, ja, und somit erniedrigt sozusagen und somit kommt gar nicht so weit, dass sich die Luftfeuchtigkeiten verdichten können, so damit sie diese schöne 60-70% relative Luftfeuchtigkeit überhaupt erst erreichen können, so dass normale Kondenswolken erst entstehen können.
Ja, ich meine, ich habe das jetzt da wieder kommentiert, aber ich meine, wer das nicht versteht, wer das nicht verstehen will, ja, der wird es einfach nie verstehen. Übrigens, viele können sich erinnern an 2 oder 3 Videos, ja, von dieser, genau dieser Stelle. Ja, hier hat er nämlich ein Meeting zur Aufklärung des Geoengineerings stattgefunden. Und ich habe genau wieder unter denselben Ort, ja, und mit wunderbaren Chemtrail geschaffener Wolkenkulisse. Das letzte Geoengineering-Video vom 23. Bezirk heute. Wunderschön, ne, Schauspiel. Wunderschön. Naja. Aber irgendwie schon. No tak běž, kousek ještě. Už jsme zase pozdě. No, což pět jsem mohl jít. Což pět. Vso. No, pojďme. Šup, jdeme. Pojď. Angela zase, wie wenn wir keine Zeit hätten. Aha. Tady máme štěkolku na onboard. Štěkolka. No, velká. Velká onboard. No. Belka on board. 2 Belka sogar. 2 Belka on board, no? Benji. Jo, kdyby nebylo tak pozdě, nevím, co špět věre. Kom. Benjuline, nebo tě budu muset vzít. Slyšíš? Jdeme. Ťap, jdeme. Jdeme. Morgen ist auch Tag. Morgen sind wir den ganzen Tag unter diesem Deck. Den ganzen Tag werden wir unter dem Deck sein, wenn das nicht wegfliegt. Und auch wenn das wegfliegt, heißt noch lange nicht, dass kein anderes Dreck daher fliegt. Ja. So. Warte. Und Ende verlegt.